nee, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Und wenn du auf ein Zimmer musst und dich packt der Bus, dann sing ne 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 ne. Aber wäre das Spiel nicht viel lustiger, wenn ich auch eine Wasserpistole hätte? Mach dir nicht ins Hemd, Peter. Dass man immer so viel schleppen muss. Danke, Henry. Peter, los, trockne dich ab und leg dieses alberne Spielzeug weg. Mama hat mir eine Wasserkanone 3000 gekauft. Und ich hab nicht mal Geburtstag. Das ist echt Oberspitze. Denn jetzt ist keiner mehr vor mir sicher. Albert surft im Internet und wird dabei faul und fett. Faul und fett, Internet. Ja, Wasserkanone. Lass los, Henry. Die ist nicht für dich. Nicht für mich? Nein, das ist ein Gewinn fürs Schulfest. Nein, du darfst meine Wasserkanone nicht als Gewinn hergeben. Vielleicht hast du ja Glück und gewinnst sie. Du hast die gleichen Chancen wie alle anderen. Die gleichen Chancen? Aber das ist gemein. Hast du gehört? Das ist gemein! Henry, gib mir jetzt die Sachen, die du fürs Schulfest spendest. Ich gebe aber meine Spielsachen nicht her. Ach, jetzt sei nicht so, Henry. Nein, nicht mein Flecki. Nein! Hier sind meine Spielsachen, Mama. Die möchte ich gerne anderen Kindern schenken, die nicht so viel Glück haben. Oh, das ist wirklich lieb von dir, Peter. Und was ist mit dir, Henry? Na gut, dann suche ich eben was aus. Um das mal klarzustellen. Was kriegen, finde ich gut. Was geben, finde ich blöd. Doch bei manchen Sachen bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du gibst doch nicht die Pupsi-Stupsi-Trinki-Winki-Krabbel-Brabbel-Puppe her, die dir Tante Grete zu Weihnachten geschenkt hat. Mama, Tante Grete denkt, ich sei ein Mädchen. Und das hier ist für meine allerliebste Nichte, Henriette. Ich heiße Henry, Tante Grete, und ich bin ein Junge. Zunge? Nein, das ist nichts zu essen, Henriette. Eine Puppe! Was soll ich denn mit einer Puppe anfangen? Die oder gar nichts? Vielen Dank, Henry. Also, keiner von euch darf in nächster Zeit ins Wohnzimmer kommen. Ich muss die Schatzkarte für das Piratengewinnspiel malen. Du malst die Schatzkarte? Hier? Tja, irgendjemand muss das ja machen. Sie malt die Schatzkarte hier, bei uns zu Hause. Das ist es! Genau! Die Wasserkanone gehört schon mir. Da ist sie. Nummer 42. Ja! Mission erfüllt! Hört mal, ihr müsst gut aufeinander aufpassen. Euer Vater und ich helfen an den Spielboden. Toll! Was wollen wir als erstes machen? Verschwindenswerk! Ich muss mir ein Los kaufen, bevor jemand anders meine Nummer kriegt. Dann passe ich eben selbst auf mich auf. Weißt du, wo das Piratengewinnspiel ist? Ich glaube, in dem Zelt da drüben. Willst du probieren?
Ja, danke. Hey, komm zurück. Martin, halt ihn auf. So, wer möchte als nächstes spielen? Ah, Henry, wie schön, du meldest dich freiwillig. Nein, ich kann nicht. Ich muss doch zu... Ach, sei nicht so schüchtern, versuch's einfach mal. Das ist die falsche Richtung, Henry. Entschuldigung, Frau Sonderlich. Ich muss los. Hallo? Hallo? Ich möchte ein Los kaufen. Hallo? Der Stand ist doch nicht geöffnet, Henry. Komm später nochmal. Da ist der. Schnapp ihn dir. Schnell weg hier. Hä? Der Nächste. Schön gerade sitzen. Der Losverkauf für das Piratengewinnspiel ist nun eröffnet. Kommt und versucht euer Glück. Platz da. Ich komme. Wow! Oh nein! Einer von denen schnappt mir bestimmt die Nummer 42 vor der Nase weg. Okay, ganz ruhig. Denk nach. Was würde Rapper Zapper tun? Normalsterbliche würden jetzt bestimmt aufgeben. Aber ich kämpfe gegen meine Feinde. Gegen jeden Einzelnen. Und ich werde siegen. Okay, wer ist der Erste? Ah, der brutale Bär. Das wird babyleicht. Na, warte. Ich mach dich fertig, Henry. Beruhig dich. Ich mach's ja wieder gut. Ich verrate, welche Nummer gewinnt. Ehrlich? Klar. Und dich kostet es auch nur 50 Cent. Einverstanden. Die Nummer 95. Hallo, Andy. Du weißt schon, dass der erste Preis ein Bungee-Sprung ist, oder? Was? Und der zweite Preis sind zwei Bungee-Sprünge. Versuch ja nicht, dich vorzudrängeln. Brauch ich gar nicht. Ich weiß, welche Nummer gewinnt. Kostet aber. Ach, na schön. Welche Nummer gewinnt? Nummer 42. Ich schwör's. Ehrlich. Die Nummer 42 wird gewinnen. Du schuldest mir 50 Cent. Meinst du wirklich, dass ich darauf reinfalle, Henry? Ha! Ich nehme die 31. Ja, das klappt wie geschmiert. Oh nein, Muskelmartin hat ein Los. Ah, die 42 ist weg. Muskelmartin hat meine Nummer genommen. Martin, willst du 50 Cent für das Los da? Keine Ahnung. Und meinen neuen Fußball? Ich weiß nicht. Okay, okay. 50 Cent, meinen neuen Fußball und dein Killerboy Reds Poster. Ich weiß nicht. Schau mal, Henry. Ich habe ein Schatzkartenlos und ein Tombola-Los gekauft. Sieh, Leinenzwerg. Ich bin gerade beschäftigt. Also, abgemacht? Toll! Ich bring dir die Sachen gleich morgen. 75! Die Nummer kann ich nicht gebrauchen. Irgendjemand anders muss mein Los haben. Peter? Peter muss mein Los haben. Peter! Peter, komm sofort zurück! Hör zu, du Zwerg. Du hast die Nummer 42. Die will ich haben. Ich gebe dir 50 Cent dafür. Aber mir gefällt dieses Los. Es gehört mir und ich will es behalten, weil ich... Wie viel? 2 Euro. 42. Ja! Mua. Komm mit, jetzt amüsieren wir uns. Du kannst es. Du kannst es. Ich kann's einfach nicht. Alle Besitzer der Piratengewinnspiellose, aufgepasst! Der Gewinner wird in Kürze bekannt gegeben. Hast du gehört? Ich muss mir meinen Preis abholen. Es tut mir wirklich schrecklich leid, Frau Lieblich. Und gewonnen hat... Nummer 42. Ja! Du hast mich angelogen. Du hast mir die Wahrheit gesagt. Gewonnen! Nein, leider nicht, Henry. Dein Los ist von der Tombola und nicht von unserem Piratenspiel. Wer hat die Nummer 42? Du hast bei beiden Losen die 42? So alt bin ich in Hundejahren. Danke. Mein Leben ist ruiniert. Würde der Besitzer des Tombola-Loses 42 bitte
bitte zum Tombola-Stand kommen und seinen Gewinn abholen? Moment! Genau! Ich hab die Tombola gewonnen! Platz da! Ich muss den Gewinn abholen! 42, 42! Ich hab Nummer 42! Ich gratuliere dir, Henry!